Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir bei den großen Jagden abschließen können. Und diesen finden wir einmal bei Ruf und dann Dragonflight. Wir wollen uns heute den Erfolg der missmutigen Jäger anschauen. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Findet den missmutigen Jäger in der Nähe jeder großen Jagd. Und ihr seht, das sind einige. Das sind pro Gebiet, 2 bis 3, je nachdem wie viele Jagden in jeweiligem Gebiet ab sind. Was sind diese großen Jagden und wo finden wir die? Wir haben einmal ein Symbol auf der Map, das heißt große Jagd, und das switcht alle 2 Stunden, müsste das sein, von Gebiet zu Gebiet. Innerhalb des Gebietes switcht die Jagd auch immer hin und her. Hier in Taldrassus gibt es zum Beispiel 2 Plätze, hier einen und hier oben einen. In dem azurblauen Gebirge gibt es halt 3, da gibt es einen, hier oben gibt es einen und hier einen. Und an jedem von diesen einzelnen Gebieten ist es so, dass ihr einen Jäger finden müsst. Dieser Jäger ist immer an demselben Spot. Ich zeige euch einfach jetzt mal diese Plätze pro quasi Jagdgebiet. Also als erstes sind wir hier in Taldrassus und in Taldrassus sind wir jetzt hier unten bei dem südlichen Gebiet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da können wir einen anquetschen, beziehungsweise hier sehen wir bestimmt auch, wie das jetzt richtig heißt, Taldrassus, das südliche Gebiet. Und jetzt bin ich hier oben auf der Klippe, und zwar scrollen wir mal ein bisschen ran, hier über dem Horn, bei den Koordinaten 34, 65, und dort haben wir Hemming Nessingberry. Der ist nur so lange da, wie quasi die Jagd hier offen ist, und den müssen wir einfach einmal anquatschen, und dann müsste er auch schon abgeschlossen sein, seht ihr? Südliches Taldrassus ist abgeschlossen, das nördliche zeige ich euch auch gleich noch, sobald die Jagd hier wieder abgeschlossen ist und das Ganze switcht. Was ich euch empfehlen kann, solltet ihr hier die Jagden abklappern und schnell die Typen haben wollen, geht in eine Gruppe rein, und zwar Grand Hunt, und dann gibt es halt Gruppen, wo dann teilweise 40 Leute drin sind, die ballern diese Jagden dann schnell durch, und dann seht ihr, jetzt ist hier drüben schon das gespawnt, und das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar befinde ich mich jetzt am zweiten Jagdspot in Taldrassus, und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 50, 45, und dort steht Hemming Nessingberry oben auf so einem, ja, Felsvorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Also die Jagd ist quasi jetzt im nördlichen Teil hier, seht ihr. Ich fliege jetzt mal ein bisschen hoch, und hier in der Seite am Baum steht er dran. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen hochfliegen, ihr seht, hier sind so ein, ja gut, die fliegt, oder? Die Scherbe, ah ja, das ist so eine fliegende Scherbe, und dort an der Seite steht er dann quasi dran. Einfach einmal anquatschen und dann zählt es auch fürs Achievement. Mehr ist es dann tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Spot, und zwar sind wir jetzt im Gebiet das Azurblaue Gebirge, und hier haben wir jetzt die Jagd quasi im Westen, und dort bin ich jetzt einmal auf den Koordinaten 35, 34. Und ihr seht hier oben auf dem abgestorbenen Baum, hockt da rum der Hemingway oder Hemet Nessingberry, so rum, Junior. Und den quatschen wir mal an, und dann haben wir auch den hier im Westen abgeschlossen. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar jetzt ist die Jagd hier im Osten mal zu Blauen Gebirge. Und dort bin ich jetzt hier oben auf den Koordinaten 68, 23. Und da sitzt er wieder, ihr seht, da unten ist die Jagd. Komischerweise, wenn du bei dem Typen bist, bist du nicht mehr im Jagdgebiet, aber er müsste hoffentlich trotzdem zählen. Ihr seht, da unten ist die Brücke, hier ist dieser Fluss. Und da quatschen wir einfach mit ihm, und jetzt schauen wir mal rein. Ja, der im Osten ist auch abgehakt, jetzt brauchen wir quasi nur noch den letzten im Azurblauen Gebirge, und zwar unten im Süden. Dann sind wir jetzt bei der nächsten Jagd, und zwar ist die jetzt hier im Süden ab. Und jetzt sind wir hier einmal auf den Koordinaten 69, 50. So ein bisschen oberhalb von dem, ja, Wasserfall. Ihr seht das, hier geht das Gewässer runter, da ist ein Wasserfall. Hier unten geht es weiter. Wir sind auch wieder nicht ganz in dem Gebiet drin. Und hier hinten sitzt er einmal. Also da haben wir den Dude. Hat auch wieder die Dialogoptionen, können wir einmal ansprechen. Und dann müssten wir jetzt auch die Dinger alle fertig haben. Schauen wir einmal rein. Genau, jetzt haben wir die 3 hier im Azurblauen Gebirge und die 2 in Taldrassus. Ja, damit sind wir mit dem Gebiet auch fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, sobald die anderen Gebiete dran sind. So, ich bin im nächsten Gebiet. Und zwar sind wir einmal in der Küste des Erwachens. Und jetzt ist da oben die Jagd ab auf den Koordinaten 68, 66. Und wenn die ab ist, dann haben wir den Dude auf einem Felsen stehen bei den Koordinaten 70, 66. Also hier an diesem Plateau. Und dort haben wir den Typen stehen, ihr seht, da haben wir Hemming Nessingberry, den quatschen wir einmal an. Und das war dann einmal quasi Jagd an der Küste des Erwachens im Osten. Also ihr seht, da unten ist hier dieser Krater, da ist auch dieses Jagdzelt, wo das Horn ist, und hier oben an so einer kleinen Höhle steht der Dude dran.
Dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir jetzt hier unten die Jagd ab auf 4178, auch wieder in der Küste des Erwachens. Und hier ist der Typ ein Stück weiter drunter und zwar hier auf den Koordinaten 4280, auch wieder ein bisschen höher gelegen. Ihr seht, wir sind hier zwischen so ein paar Klippen, ich kann mal ein bisschen rausfliegen, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht, wo wir genau sind. Also ihr seht da mal den Wasserfall, da oben ist das eine Expeditionslager und hier an so einem, ja, an so einem kleinen Vorsprung hockt er dann oben drauf. Den quatschen wir an und dann gucke ich mal, welche Jagd war das jetzt? Das ist anscheinend jetzt die im Norden. Okay, und also hier unten im Gebiet sind wir und das ist die im Norden. Ich glaube, hier unten ist dann auch nochmal eine, dann wird wahrscheinlich das die im Süden sein. Also gut, ich sag mal so, das ist zwar eher im Süden vom Gebiet, aber es ist halt die nördlichere große Jagd. Also da, wo wir sind, 41 oder 42, 80 auf dem Vorsprung. Dann sind wir auf dem letzten Jagdspot hier in der Küste. Und zwar befindet sich der jetzt hier ganz unten. Jetzt wisst ihr auch, warum das hier, warum der andere oben der quasi der nördliche war. Das hier ist jetzt der südliche Jagdspot. Auf den Koordinaten 24, 91 ist der. Und unser Mob, den wir finden, ist ein bisschen drüber auf den Koordinaten 24, 88. Und dort sitzt er auch wieder an so einer Klippe. Ich kann vielleicht mal wieder einen Ticken rausfliegen, dass man es ein bisschen besser sieht, wo wir jetzt genau sind. Fliegen wir mal nach oben. Also ihr seht, jetzt sind hier auch wieder die Wasserfälle. Der Turm hier. Und hier unten an der Seite hockt der Kollege dran. Den können wir dann auch einmal anquatschen. Zack. Und dann haben wir alle an der Küste fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die in Onara. Dann sind wir jetzt im letzten Gebiet unterwegs und zwar sind wir jetzt einmal in der Ebene von Onara und hier gibt es auch wieder drei Spots. Am ersten bin ich gerade und zwar hier ist die große Jagd auf den Koordinaten 61, 53 und dort haben wir dann auch einen Hemming Nessingberry Junior wieder. Der ist einmal da hinten und da gehen wir jetzt einmal hin und quatschen den einmal an. Halt, stopp, da muss ich noch ein bisschen höher. An der Wurzel fest. So, jetzt haben wir ihn. Und damit haben wir dann den quasi im Westen, also Ebene von Onara. Westen ist dann genau hier auf den Koordinaten 62, 54. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen hochfliegen, dann seht ihr vielleicht, wo wir sind. Also hier haben wir diesen kleinen Seeteich, je nachdem. Und quasi hier in der Mitte von den ganzen Bäumen befindet er sich dann oben an dem Teich, quasi auf der Wurzel oben drauf. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar ist die Jagd jetzt einmal hier auf den Koordinaten 81, 49 und da haben wir dann den werten Nessingberry Junior hier auf den Koordinaten 82, 47 in etwa und zwar so ein bisschen daneben bei so einem Berg, ihr seht das, da unten ist so ein Flusslauf und hier oben hockt er dann dran und den können wir dann einfach anquatschen und das ist jetzt dann der nächste in der Liste. Jetzt brauchen wir nur noch den im Norden. Und das muss dann irgendwo hier oben sein, das Gebiet. Dann sind wir auch schon am letzten Spot angelangt. Jetzt ist die Jagd hier oben bei den Koordinaten 83, 20. Und unser Nessing Hemingway Junior befindet sich hier wieder mal auf einer Klippe auf den Koordinaten 82, 13. Und ja, da oben sitze ich gerade. Hier hockt er. Den quatschen wir einmal an und tada, da ploppt dann das Achievement auf. Der missmutige Jäger haben wir abgeschlossen. Dauert ein bisschen, wie gesagt, dass die Jagden pro Gebiet switchen. Dauert tatsächlich 2 Stunden. Alle 2 Stunden switchen die. Und im Gebiet, immer wenn ihr es halt abgeschlossen habt, bedeutet, wenn ihr eine große Gruppe habt mit 40 Leuten wie ich jetzt hier, dann dauert das 5 Minuten, bis die im Gebiet quasi immer hin und her rotieren. Das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.